Das sieht fast aus wie Omas abgesägtes Ofenrohr. So, in dem Auto. Ja. Nichts an Emotionen, gar nichts. 80er Jahre, Japan fährt besser. Die Straße im Hintergrund, die kennen Sie bereits sehr gut. Die hatten wir schon öfter mal in unseren Reviews. Unter anderem für Golf-GTI-Fahrzeuge, Golf-R-Fahrzeuge und allgemein sportliche Fahrzeuge. Auch Cupra Formentor war dabei. Heute haben wir auch zwei sportliche Fahrzeuge. Und zwar keine Hot Hatches, sondern Kombis. Wer diesen SUV-Trend oder diesen rein Hot-Hatch-Trend nicht mitmachen will und auch eine Familie hat und viel Platz braucht zum Laden und trotzdem Alltagstauglichkeit mit viel Raum, der entscheidet sich möglicherweise zwischen diesen beiden Fahrzeugen hier. Das ist einmal zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten der Skoda Octavia RS Kombi und wir haben hier den Ford Focus ST Turnier. Beide in einem Rotton, hier in Velvetrot, hier in einem etwas dunkleren Rotton. Auch schön kommt eher diesem neuen Kings Red vom Golf GTI Clubsport bis hin in die Bahn, aber es ist noch mal ein bisschen dunkler. Wir fahren diese beiden Fahrzeuge heute auf den Landstraßen hier wieder, so dass Sie ein Gefühl davon bekommen, gerade auch wegen Fahrwerk. Wir haben diese Landstraßen hier extra mal ausgewählt, weil die Oberflächenbeschaffenheit sehr unruhig ist teilweise. Und wir nehmen diese beiden Fahrzeuge auch mit auf die Autobahn. Da ist natürlich auch Langstrecken Derivate, Langstreckenmodelle sind, die auch auf der Langstrecke natürlich überzeugen müssen. Wir beginnen mal bei diesem Auto. Und bevor wir beginnen, in eigener Sache, vergessen Sie nicht, auf www.automativ.de zu klicken. Da haben wir diese beiden Autos nochmal im Einzelreview und mit technischen Daten und nochmal einer Produkttabelle, Bewertungstabelle online gestellt, sodass man sich hier nochmal auch die Konfiguration anschauen kann, auch die Preise anschauen kann. Also www.automativ.de, da steht nochmal alles im Detail. Preise ist ein gutes Stichwort, bevor wir mit dem hier beginnen, mit dem Ford Focus ST Turnier. Wir haben hier eine preisliche Differenz im Grundpreis dieser beiden Fahrzeuge von ja nicht mal 1000 Euro. Es sind 900 Euro, diese beiden Fahrzeuge, die sie sich unterscheiden. Das ist der Octavia S, ist ein bisschen teurer im Grundpreis, aber im Endpreis, im Testwagenpreis, da fährt er schon ganz schön weg, der Octavia S. Der hat nämlich auch ganz schön viel Sonderausstattung hier drin. Bei diesem Auto, da kommen wir mit ja, 43.000, 44.000 Euro schon recht gut. Bei dem Auto da, beim Octavia S, haben wir nun einen Grundpreis von 39.800 Euro, aber der Testwagenpreis, der beläuft sich dann auf deutlich über die Mitte der 40.000 Euro. Ja, fangen wir mit dem Auto jetzt an. Wir haben hier dieses Auto schon relativ länger auf dem Markt und da Ford es mittlerweile nicht ganz schafft, auch ein 2022er Modell vom RS rauszubringen, ist das die sportlichste Speerspitze des Ford Focus. Und gleich auch vorneweg, das Auto hat auch ein bisschen mehr Leistung als der Octavia RS. Wir haben hier 280 PS drunter unter der Haube. Ich mache gleich die Haube auf von dem 2,3 Liter Motor und der Octavia S hat den GTI Motor mit 245 PS aus einem 2,0 Liter Motor. So, wenn wir jetzt hier mal darunter schauen, das ist ja schon in diesen Zeiten, wenn man sagt, okay, ein 2,3 Liter Motor, übrigens auch keine Haubenlifter hier, ne? Wenn man sich immer beschwert beim VW-Konzern, keine Haubenlifter, haben wir hier auch nicht, haben wir auch mal in diesen guten alten 80er Jahre Stab, den man hier nochmal nimmt, zur Motorhaube halten, haben wir hier einen relativ großen Hubraum hier da unter der Haube. Dieser Motor, dieses Aggregat, das wird ja auch verwendet für den Mustang Basis, in der Basismotorisierung, der 2,3 Liter Motor. Bin ich noch nicht gefahren, sind Sie mir vielleicht sogar voraus, dieses Derivat, diesen Motor. Kann ich mir bei Mustang jetzt eher weniger vorstellen, aber da kann ich auch auf dem Holzweg sein. Bei diesem Auto hier macht es auf jeden Fall Spaß, dieses Aggregat. Ja, wir haben hier Twin-Scroll-Turbo-Aufladung drin. Da gehen dann auch 430 Newtonmeter auf die Vorderachse und darunter haben wir eine mechanisch-hydraulisch oder eine elektrohydraulisch agierende Frontsperre, so dass man auch bis zu 100% auf eines der äußeren Räder leiten kann. Das unterscheidet sich im Wesentlichen von der Funktionsweise vom Octavia S nicht. Die haben beide eine sehr ähnlich agierende Sperre vorne drin, elektrohydraulische Sperre vorne drin. Genau, der Motor,
Der hat noch ein paar Raffinessen, noch ein paar Eigenarten. Die werde ich aber dann sagen, wenn wir fahren. Da merkt man das noch ein bisschen besser mit Zwischengasangleichung. Also die elektronische Steuerung von diesem Motor, die ist echt clever. Die macht auch wirklich Spaß. Und er hat vom Kennfeld eine bisschen andere, klar, ist ja logisch, ist ein ganz anderer Motor als da drüben. Vom Kennfeld ein bisschen eine andere Steuerung. Wir haben erst ein später einsetzendes Drehmoment, zumindest Peak-Drehmoment. Und wir haben ein bisschen Peak-Leistung, die auch später bei erst höheren Drehzahlen einsetzt als beim Octavia RS. Aber ansonsten kann man mal festhalten, das Auto hier, das ist auf jeden Fall ein Tick schneller, ein Tick stärker als der Octavia RS. Und das äußert sich natürlich auch in der Beschleunigung. Wir haben hier unter 6 Sekunden und bei diesem Auto haben wir ein bisschen über 6 Sekunden. Gehen wir an die Front, ganz kurz, auch wenn es schon ein bisschen länger ist, auf dem Markt ist, aber trotzdem finde ich die Front so cool, dass man sie auf jeden Fall mal erwähnen sollte, auch mal noch im Detail zeigen sollte. Wir haben hier schöne Scheinwerfer, Voll-LED-Scheinwerfer sind serienmäßig drin. Wir haben eine automatische Fernlichtsteuerung, die ist optional noch, die haben wir hier auch verbaut. Die funktioniert nachts richtig gut. Also da sieht man ein richtig schönes Feld, Lichtfeld, einen richtig schönen Lichtkegel. Damit kann man auf jeden Fall längere Strecken zurücklegen. Dann einen großen Kühlergrill, auch dieses ST-Zeichen hier vorne drin. Und diese Wings hier unten, die erinnern ein ganz bisschen, wer sich erinnern kann, an unseren Cupra Formentor-Vergleich. Da war auch ein Leon dabei. Diese Wings, die irgendwie ein bisschen an Seat, Cupra erinnern, die einen vom Design. Auch diese Frontlippe hier vorne. Zur weiteren Aerodynamik, die ist schon sehr, sehr ähnlich und findet sich in anderen Modellen, nicht nur Cupra und Seat, auch wieder. Allgemein schöne Nase, wie ich finde. So, gehen wir an die Seiten. Da kommen wir auf die Radreifenkombination und Fahrwerk und Bremsen wieder. Wir haben hier bei dem Ford Focus ST ein um 10 mm tiefer gelegtes Fahrwerk gegenüber seinem Seriendervat. Das senkt natürlich den Schwerpunkt und macht das Fahrwerk noch mal heftiger. Und darüber hinaus haben wir auch noch eine um 20% steifere Kennlinie vorne vom Fahrwerk. Die Dämpfer von den Dämpfern, die sind noch mal ein bisschen steifer. Hinten sind es um 13% gegenüber der Serie. Wenn wir jetzt hier mal reingucken, dann sehen wir rot lackierte Bremssättel und einen Ford Performance Schriftzug im Felgen, also im Felgendesign integriert. Das sieht richtig cool aus. Wir haben hier eine 2-Kolben Bremsanlage drin, keine gelochten Scheiben, auch keine geriffelten Scheiben, sondern ganz normale Stahlscheiben, aber sie verzögern richtig gut und sie haben auch einen richtig schönen Druckpunkt, werde ich aber gleich nochmal sagen. Das ist wirklich eine sehr gute Serienanlage. Die roten Bremssättel, die bekommt man dann im Performance-Paket, wenn man das noch zusätzlich anwählt. Allgemein, auch zur Preisstruktur, das habe ich ja vorhin gesagt, ist es bei Ford angenehm, vor allem, dass die Preise sehr fair gestaltet sind für optionale Ausstattung. Man zahlt eigentlich immer nur so pro Ausstattungsoption immer so 400 bis 600 Euro. Ganz selten, dass mal Preise im vierstelligen Bereich sind, also bei 1000 oder 1100 Euro für irgendwelche Systeme. Das finde ich eine sehr faire Angebotsstruktur, die man hier an den Tag legen kann. Ja, also tiefer Schwerpunkt, nicht nur technisch, sondern auch optisch. Auch hier weiter runtergezogene Schweller unten. Es geht ein bisschen hier rein, normalerweise bei sportlichen Derivaten, wie beim Focus RS zum Beispiel, geht es ja unten noch ein bisschen der Schweller nach außen. Das hat man jetzt beim ST nicht gemacht. Da zieht die Karosserie ein bisschen rein, soll hinten vor allem hier bisschen die Verwirbelungen und den Luftwiderstand senken, dass die Luft da unten nochmal mit dem Unterboden ein bisschen spielen kann. Das ist ja eine Eigenart von Ford und vom ST, die hier das Design und die Entwicklung zusammen gemacht hat. Ja, oben eine Dachreling, dann verdunkelte Privacy-Verglasung hier mit schwarzen Umrandungen in Kombination mit dem Rot, also mit dieser etwas dunkelroten Außenlackierung und den schönen Falzen hier in der Karosserie. Sieht das echt gut aus, sieht das echt stromlinienförmig aus. Macht auf jeden Fall Spaß zuzugucken und anzuschauen. Ja, am Heck, da ist richtig cool. Da haben wir hier ein relativ normales Ford Focus Heck, ja, auch relativ normale Rückleuchtengrafiken hier, nicht verdunkelt und auch nicht besonders präzise LEDs oder so, sondern ja, das ist ganz normal, sieht auch normal aus, finde ich ein bisschen grob und auch nicht unglaublich modern, aber ist okay. Wir haben hier auch einen Dachkanten-Spoiler, der ein bisschen die Abrisskante nach außen zieht, sodass die Verwirbelungen immer das gleiche spielen, natürlich ein bisschen nach hinten verzogen werden, um hier noch ein bisschen mehr, ganz bisschen mehr den Anpressdruck
auf die Hinterachse zu geben. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie viel das dieser Flügel hier bringt. Ein bisschen wird diese Kante schon bringen. Aber meistens ist es, um die Verwirbelungen nach außen zu oder nach hinten zu schleppen, diese Schleppwirkung, um den Luftwiderstand ein bisschen zu senken. Aber was cool ist, was richtig cool ist, ist unten diese Anlage. Und das sieht man in der heutigen Zeit relativ selten, dass man hier noch solche unpolierten Rohre hat, echten Rohre links und rechts. Keinen Diffusor haben wir hier, aber die Rohre, die sind cool. Das sieht fast aus wie Omas abgesägtes Ofenrohr, das man auch unten drunter geklemmt hat. Und ich glaube, das macht richtig Spaß, da zuzuhören. Hören wir auch gleich nochmal rein, wenn wir hier durch die Kurve fahren. Da kann man sich, ich finde es auch cool, dass sie so ein bisschen versteckt sind. Man sieht sie nicht sofort. Man denkt, okay, ist ein normaler Familienkombi hier, ne? Wo man schön die Kids einladen kann. Und dann kommt da unten dieses Gebrüll und dieses Geknattere von einer echten Abgasanlage noch. Wer hat das heute schon? Vor allem, wenn wir hier den Octavia S daneben stehen haben, der zwar auch echte Endrohre hat, aber ja, es sind wieder so eine Mischung aus Chromblenden, Eleganz und Lautsprecher. Haben wir hier alles ehrlich? Ein richtig ehrliches Auto mit einem ehrlichen Motor und einem ehrlichen Abgasstrang. Ja, hier hinten das Gepäckraumvolumen, haben wir hier ordentlich Stauraum, bis zu 1653 Liter, glaube ich, sind es. Genau, wenn man alles umklappt, das ist echt gut, da bekommt man wirklich einiges rein. Und auch die Ladekante, die ist gut zu erreichen und ist niedrig und so, das passt alles. Und da unten ist auch nochmal Stauraum, richtig viel Stauraum auch da hinten. Kann man noch ein paar Sachen unter diesen ersten Ladeboden, also im zweiten Untergeschoss oder im ersten Untergeschoss, dann laden. Also das passt alles, das ist wirklich gut. Auch eine elektrische Heckklappe haben wir hier. Funktional, praktisch und trotzdem spaßig mit diesem Aggregat hier darunter. Jetzt haben wir den Octavia RS Kombi hier stehen. Wie gesagt, in Velvetrot, auch mit einer schönen Front, muss man echt sagen. Sehr spitzen Front. Hier beim Ford Focus ST ist ein bisschen alles rundlicher, obwohl auch ganz schön aggressiv. Aber hier ist es deutlich aggressiver, finde ich. Entspricht nicht ganz dem Leistungsvergleich, denn da haben wir ein bisschen mehr Leistung als hier. Aber das Frontdesign, auch gerade mit diesen Kristallscheinwerfern, ganz, ganz klar definiert. Schöne Signatur, breit nach außen gezogen. Auch hier diese Lufteinlässe, die gar keine sind, also fake. Aber trotzdem breit nach außen gezogen. Wir haben nur hier unten Lufteinlässe und auch hier natürlich diese großen Kiemen, diese wahnsinnig breite Signatur hier vorne, die macht ihn schon sehr, sehr stämmig auf der Straße. Schön diese schwarzen Kontrastelemente hier zu dem Rot und auch hier diese Frontlippe auch in Kontrast schwarz abgesetzt. Das macht schon eine sehr, sehr markante und sehr, sehr stämmige Front. Auch hier öffne ich mal kurz das Abteil vorne, wo das Aggregat sitzt. Das allgemein schon sehr bekannte Konzernderivat. Und wir haben hier sogar Haubenlifter und eine sehr weit umspannende Haube. Das haben wir beim Ford Focus ST nicht ganz so groß. Die Haube hier, die ist doch noch mal ein bisschen mächtiger, noch mal ein bisschen brachialer als die da drüben. Ja, das 2,0 Liter TSI Aggregat, 370 Newtonmetern Drehmoment und 245 PS. Auch hier die mechan-elektrisch-hydraulische Differentialsperre vorne mechanisch, kann man sagen, aber es ist nicht mehr diese mechanische Quersperre, die man mal, die auch in anderen noch härteren Sportlern eingebaut ist. Aber auch hier lässt sich 100% auf ein Rad geben im Falle des Falles. Wir merken auch aber trotzdem diese Abstimmung dieser Sperre. Ich hoffe, ich denke nachher dran, ansonsten nehme ich es jetzt gleich vorne weg. Man merkt die Kräfte in der Lenkung beim Ford Focus ST deutlich mehr als hier. Hier werden sie mehr kaschiert von der Vorderachse. Aber werden wir gleich noch sehen. Ich werde sicherlich erwähnen hier auf der Landstraße. So, hier vorne ansonsten pickepack, vollgepackter Motorraum. Ein größerer Motor wäre gar nicht reingegangen. Schön sortiert, aber auch beim Ford Focus ST ist das auch eine schön mechanische Sache, die man hier vorne drin hat. Ja genau, gehen wir an die Seite. Wir haben hier auch 18 Zoll Räder beim Ford Focus ST ja auch. Das sind serienmäßig. Wenn wir hier die Octavia RS Plus Variante geben, also Skoda hat ja jetzt auch so wie Audi damals, die gibt es bei Audi nicht mehr.
hat auch, Audi hat nochmal bei RS und so, bei den S-Modellen nochmal Plus-Varianten dazugefügt. Das haben wir hier jetzt auch wieder. Skoda hat sich so die Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, wir bieten jetzt den Octavia Kombi, Octavia RS und Kombi auch noch an als normalen und als Plus Modell, dann hätten wir jetzt hier 19 Zoll Räder serienmäßig. Wir hätten auch noch im Interieur ein paar Applikationen serienmäßig. Also da geht es nur um Ausstattungsumfang, nicht um mehr Motorleistung. Und auch noch adaptive Fahrwerksregelung im Plus-Modell serienmäßig. Dafür natürlich auch kein Grundpreis von 39.800, sondern dann liegen wir dann beim Plus-Modell von knapp 44.000 oder 45.000 Euro. Also keine schärfere Version, aber ein bisschen mehr optionale Ausstattung mehr drin. So, hier auch im selben Fall wie beim Ford Focus ST auch rote Bremssättel, hier auch keine gelochten Scheiben, auch zwei Kolbenbremsen an der Vorderachse. Das passt schon ganz gut. Sie haben ebenfalls einen guten Druckpunkt, nicht ganz so spitz wie da, aber ebenfalls auch. Was wir hier anders haben, sind nochmal zusätzliche Kühlluftkanäle. Hier vorne habe ich ja gesagt, ist alles Fake von den Lufteinlässen, aber an der Seite haben wir noch einen ganz kleinen Kühlluftkanal. Der kommt den Bremsen zugute, soll noch ein bisschen Fading hier vermeiden. Man hat ja allgemein, oder wir wissen ja allgemein, haben wir schon 100-mal gemacht, auch auf Landstraßen, Serpentinen oder auch auf der Rennstrecke mit diesem Auto, auch mit dem Vorgänger Nürburgring Nordschleife gefahren, mit dem Skoda Octavia RS, allerdings nicht Kombi, sondern mit der Stufenheckversion, haben wir hier starkes Fading immer gehabt und die Bremsen haben sich leider bei diesem Auto vom Vorgängermodell nicht verändert. Deswegen bin ich auch hier skeptisch noch, ob diese Bremsen länger halten. Können wir heute nicht mehr, also nicht so ausgiebig ausprobieren, weil wir hier nicht diese Serpentinen, diese starke Belastung fahren können. Aber Obacht bei den Bremsen, wer auf die Rennstrecke will mit dem Auto, sind wahrscheinlich eh nur 0,00001%, aber da immer ein bisschen aufpassen. Ja, genau. An der Seite haben wir hier ein leicht höheres Fahrwerk, leicht höhere Karosserie, nicht so weit runtergelassen wie beim Ford Focus ST. Wir haben hier auch eine ganz andere Fahrwerkskennlinie, ein bisschen komfortabler, auch die Spreizung mit dem Adaptivfahrwerk, das haben wir hier auch drin, das DCC. Das kann natürlich sehr komfortabel und auch sehr sportlich. Da sind wir dort drüben kompromissloser unterwegs, aber hier ist es eine Option. Da drüben haben wir ein Fahrwerk. Der Ford Focus ST will immer sportlich, immer knackig. Der Octavia Kombi RS, der kann das beides. An der Seite hier vorbei, wir haben hier ebenfalls schöne Prägungen in der Karosserie drin. Ich finde das Design hier allgemein von der Seitenlinie und auch allgemein vom Heck natürlich nicht nur schärfer, sondern auch ein ganz bisschen ruhiger und konzentrierter auf schärfere, kristallinere Formen. Das zeichnet ja Skoda immer aus, dass Skoda hier immer ein bisschen, ja, auch hier mit diesen Lichtsignaturen spielt. Auch hier haben wir im Vergleich zum Ford Focus deutlich krasser definierte Heckleuchten, viel mehr Brillanz drin, viel mehr LED und viel mehr Spielereien, die das ganze Auto mal auch vom Heckdesign schöner und moderner wirken lassen. Einfach ein bisschen zukunftsträchtiger als beim Ford Focus ST hier. Schwarzer Skoda-Schriftzug, auch hier unten auch sehr lang gezogene Sachen, alles in die Breite, das haben wir hier drüben eben nicht. Und auch ein VRS-Logo hier und auch echte Endrohre. Und dahinter, ja genau, dahinter gibt es auch unpolierte Endrohre, aber sie münden eben in diesen Hochglanz-Endrohren hier hinten, aber dafür klingen sie halt nicht. Also das ist im VW-Konzern ja ein Verlust auf die alten Tage, dass man hier dann Endrohre noch drin hat, die ja dann tatsächlich nur noch schön aussehen, aber nichts mehr können. Hier unter der Haube auch elektrische Heckklappe. Das ist ganz selbstverständlich und wir haben natürlich im Skoda Octavia RS ein Raumwunder noch ein bisschen mehr Ladevolumen. 1700 Liter sind es hier, wenn man alles umlegt und auch hier ist nochmal ein zweiter Ladeboden darunter mit ein bisschen Werkzeug für Stauen und so weiter. Das geht also sehr gut. Auch schöne Haken und clevere Lösungen, wie wir es auch von Skoda immer kennen. Das haben wir beim Ford nicht, wo man auch Sachen arretieren kann. Hier haben wir jetzt kein Gepäcknetz drin, das ist optional, aber zumindest kann man es machen. Das ist da drüben immer ein bisschen, ja, beim Ford Focus ein bisschen schwieriger. Auch die Ladekante ist einen ganzen Tick niedriger noch. Also man kann noch mal ein bisschen, ja, auf Kniehöhe, noch ein Unterkniehöhe sogar, noch ein bisschen tiefer einladen. Das passt dann schon hier bei diesem
Flexibilität ist bei dem Auto ein bisschen besser als beim Ford Focus ST. Ja, auch hier ein schönes Heckdesign, ein schönes Profil auch vom Heck, finde ich sehr, sehr schön abfallend. Ein verlängerter Dachspoiler, aber nicht mit den kleinen, nicht mit keiner, also keine Lippe hier nochmal drin oder irgendwas, sondern einfach nur flach. Dass das ganze Auto einfach, hier geht es nur um Verwirbelungen und nicht Druck auf der Hinterachse. So, jetzt schauen wir uns aber an, wie das Auto, der Ford, Mann ist das kalt, der Ford Focus ST im Inneren ist, vor allem im Cockpit, und das sehen Sie jetzt. So, erstmal hinten einsteigen. Wir haben hier, was mich immer ein bisschen stört an diesem Auto, sind die Türen. Ich mache ja immer diesen Test, diesen Türentest, wo mich ja viele immer sagen, oh, lass das doch einfach. Aber ich finde es trotzdem wichtig, wenn hier die Teile schon so lommelig anfangen und man dieses komische, das klingt einfach nicht gut. Ich weiß, es klingt auch ein bisschen an dem Türkantenschutz, der schnell einfährt und ausfährt. Das ist eine clevere Sache. Ich finde es auch toll, dass es sowas gibt. Das ist ja bei Ford eigentlich immer der Fall und dass er auch schön ein- und ausfährt. Aber klingen und anfassen, ja, das tut sich diese Tür einfach nicht so toll, wie ich so will eigentlich. So, hier sitzt man trotzdem sehr gut. Man hat hier auch schöne Sitzmittelbahnen aus Alcantara, zumindest, ja, Velour. Alcantara ist es ja immer ein geschützter Begriff. Nicht jeder Hersteller macht Alcantara, aber das ist echt gut. Auch die Sitzlehnen hier, da fühlt man sich wohl. Man sitzt hier auf jeden Fall sehr gut drin, auch ein bisschen erhöht, sodass man eine schöne Umsicht hat. Ein Schiebedach gibt es hier für das Auto auch, haben wir hier nicht drin. Gibt es optional noch bestellbar, auch das gibt dann natürlich mehr Licht hier für den Innenraum. Ja, und Platz, auch bevor ich wieder aussteige, Platz habe ich auch. Die Rückenlehne ist auf Höhe der B-Säule wie immer eingestellt auf mich. Und hier kann man auf jeden Fall, ja, locker sitzen, auch über längere Fahrten oder über längere Strecken habe ich hier, glaube ich, kein Problem, auch länger hinten zu sitzen. So, vorne ist es auch eine ganz andere Sache. Auch die Tür fühlt sich besser an vorne als hinten. Auch hier gibt es einen Türkantenschutz, aber den hat man ein bisschen mehr kaschiert von der Akustik. Der ist nicht ganz so präsent wie hinten. Da hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr Wert gelegt auf diese Qualität. Ja, wenn man hier sich reinsetzt, dann fühlt man sich gleich mal wohl. Ich mache mal kurz die schnurrende Katze an, aber das machen wir gleich nochmal gesondert, weil der Sound, den muss man natürlich festhalten. Ich mache jetzt den Motor wieder aus und nur die Zündung an. Ja, man sitzt gut, man sitzt richtig gut auf Recaro-Sportsitzen sitzt man hier. Das ist richtig schön. Die halten einen und man hat hier noch genügend, okay, man stößt manchmal ein bisschen an diese Konsole hier an, aber man kann trotzdem hier, man hat viel Platz hier zu arbeiten mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe. Das unterscheidet die beiden Fahrzeuge übrigens auch. Wir haben beim Octavia S geguckt, dass wir ein möglichst ähnliches Auto haben wie dieses Auto hier, aber wir haben beim Octavia S leider nur das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe gekriegt und hier haben wir ein 6-Gang-Schaltgetriebe mit verkürzten Schaltwegen gegenüber dem Serienmodell Focus, sodass man hier nochmal deutlich direkter und präziser schalten kann. Es macht richtig Spaß, der liegt gut in der Hand. Die Wege zum Lenkrad sind nicht allzu weit, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Das gefällt auf jeden Fall und auch gefallen die kurzen Wege von Bremse, Kupplung und Gaspedal. Man kann auch Hacke Spitze, so wenn man sich ein bisschen anstrengt, fahren. Das ist also alles sehr, sehr gut. Man sitzt hier sehr sportlich drin, man hat eine gute Übersicht, man sitzt tief im Auto. Das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Ein Head-Up-Display hier vorne, leider mit einer ausfahrbaren Plexiglas-Frontscheibe. Das ist natürlich ein bisschen old, ein bisschen alt. Ja, was soll man machen? Man kann sie auch einfahren oder ja, gar nicht erst bestellen. Dann hat sich das Thema auch erledigt. Wirklich brauchen tut man es nicht. Vor allem, wenn man so tief sitzt wie ich, und ich sitze ja immer relativ tief und habe einen relativ gedrungenen Oberkörper, dann sehe ich gar nicht alles von dem Head-Up-Display, auch wenn ich mir das ganz nach oben konfiguriere. Aber naja, so ist es nun mal. Ansonsten, die Qualität hier drin ist gut. Wir haben hier aufgeschäumtes Armaturenbrett, auch so ein paar Stufen hier drin, Carbon. Ja, es ist nicht wirklich Carbon, aber zumindest Carbon-Dekore und Carbon-Optik. Und hier unten ganz normal Hartplastik. Ja, wen juckt's, das passt dann schon. Verarbeitung, die ist ordentlich. Die Materialien könnten besser sein, aber es kommt ja immer auf die Sachen auch an, die man wirklich immer anfasst. Und das ist das Lenkrad, das passt. Das ist der Handschalthebel, also der Wählhebel, nicht der Wähl, der Handschaltknauf hier, passt auch. Das sind die Sitze mit den Sitzmittelbahnen, die passen auch mit der geriffelten Sache hier, die einen gut halten und die sich gut anfühlen. Und das passt eigentlich, mehr brauche ich gar nicht zum Fahren, auch auf längeren Strecken nicht. Gut, das Infotainment hier in der Mitte, das, ja, machst du so ein bisschen rum damit und dann, ja, ist schwierig,
ist nicht das Beste, aber zumindest ist es nicht so ein riesenbolliges Teil, wie wir es jetzt kürzlich zum Beispiel beim Toyota Yaris hatten, der ja so ein richtiges, fast wie einen alten Röhrenfernseher hier auch von der Tiefe so drin hat. Das haben wir hier nicht, das passt dann schon ganz gut. So, jetzt wechseln wir und machen genau dasselbe beim Octavia S. Mal sehen, wie es dort ist. So, ja, auch das Aussteigen, da merkt man gleich, da sitzt man schon sehr, sehr tief, sehr, sehr in einem schönen Sportler drin. So, hier Octavia RS als Kombiversion. So mache ich gleich mal hier dasselbe, auch den Motor an. Ja, bis auf das Gepiepse hier, weil die Tür offen ist, hört man halt nichts. Ja, das ist so ein bisschen wie Nähmaschine. Und ja, man hat hier noch so ein, ich mache jetzt wieder aus, hören wir gleich nochmal, man hat hier noch so einen Soundgenerator reingemacht, dass von vorne noch ein bisschen Klang kommt. Ja, Ford macht's ehrlich, habe ich ja vorhin schon gesagt, hier wird es dann eben mit Lautsprechern gemacht. Auch wenn, weil wir wissen, der Motor, der könnte eigentlich schon ein bisschen cooler klingen. Nichtsdestotrotz klingt der ja auch satt und so ist ja alles gut, aber man könnte ihn schon noch ein bisschen sportlicher machen. Das wäre gar kein Problem. Man sitzt hier anders, das muss man sagen, auch wenn die Sitze schön sind und man sieht hier auch im Interieur, ist es allgemein ein höheres Qualitätsniveau, zumindest optisch. Wenn man jetzt mal näher hingeht, wir haben ja auch ein aufgeschäumtes Armaturenbrett, die Scheibe, die Frontscheibe, die sitzt relativ nah bei einem. Und, aber wir haben hier mehr Stufen drin, das haben wir auch schon beim normalen Octavia gesehen, den hatten wir ja auch schon im Test. Hier nochmal mit schöneren Dekoren, Wildleder oder Alcantara, je nachdem, ob es geschützt ist jetzt mit Skoda oder nicht. Dann hier auch wieder ein Carbon-Dekor, aber ein deutlich hochwertigeres Carbon-Dekor, muss man schon sagen, als im Ford Focus. Wenn man jetzt so mal drauf hast, okay, klar, es ist Kunststoff, es ist nur eine Optik, aber immerhin, es sieht sehr, sehr schön aus. Da unten auch wieder Hartplastik, ganz genau wie auch im Ford drüben. Wir haben ja 14 Wegesitze drin elektrisch, die halten einen hier oben nicht so gut wie die Recaros drüben im Ford Focus, muss man ganz ehrlich sagen, auch wenn sie schön aussehen und auch hier geprägt sind mit diesem VRS-Logo hier noch in den Sitzen und ich finde sie auch vom Design noch mal ein bisschen ansprechender als vom Ford, aber wie gesagt, sitzen nicht ganz so tief weit unten, nicht ganz so sportlich, nicht ganz so eng packen sie ein. Man muss ja auch, ja klar, nicht arbeiten, wobei es natürlich den Octavia S auch als Handschalter gibt. Dann hätten wir quasi pari pari gehabt und da hätten wir wirklich einen richtig krassen Vergleich immer schön machen können, aber es ist jetzt das Einzige, was wir eben nicht gleich haben. Den Ford Focus, den gibt es übrigens auch mit einem 7-Gang-Getriebe, was eigentlich das 8-Gang-Automatikgetriebe ist, also ein Wandlergetriebe, ganz normal, wo man aber den zweiten Gang gesperrt hat und Ford überspringt dann einfach in den Modellen. Dann hätten wir 7-Gang gegen 7-Gang machen können, da hätte das Doppelkupplungsgetriebe auf jeden Fall natürlich gewonnen, finde ich, immer aus meiner sportlichen Sicht. Aber genau, das ist das Einzige, was wir hier nicht haben. Ansonsten finde ich, fühlt sich und fasst sich hier alles sehr, sehr schön an. Es ist ein schönes Display hier drin, was auch ein bisschen tiefer ist als das. Versperrt einem gar nicht die Sicht. Also so 0,0 sitzt schön tief, ist breiter, von der Auflösung ein bisschen besser. Und auch von der Bedienung sind diese Systeme, ja, auch trotz neuem Update und so und mit diesem Touch-Funktion hier unten, sind diese Systeme trotzdem, finde ich, besser und ansprechender, als es im Ford ist. Ja, ansonsten haben wir hier auch ein digitales System vorne, das kennen wir schon, das virtuelle Cockpit. Das haben wir hier natürlich auch drin im Octavia RS und hier auch ganz normale Taster, wo man Fahrmodus einstellen kann. Das haben wir beim Ford Focus ST natürlich auch. Das ist hier sehr gut gelungen, finde ich, bei diesem Auto. Jetzt setzen wir uns noch ganz schnell hinten rein. Ja, hinten. Wenn man jetzt die Tür hier anfasst, es ist besser, es fühlt sich besser an als beim Ford Focus. Auch der Türgriff, der ist fester, ist alles stiffer irgendwie, auch hier hinten. Wir haben hier keinen Türkantenschutz drin, aber auch diese Tür schließt einfach schöner. Die Akustik ist schöner, man hat ein bisschen ja, hochwertiger in der Hand. So, man sitzt hier hinten gut. Oh, wir haben hier eine Mittelkonsole mit Handyhalterung drin. Das ist übrigens, das gehört auch, wenn es die Kamera jetzt hier sieht, das gehört auch zu diesen cleveren Details von Skoda. Überall fährt irgendwas aus, was nützlich ist, kann man irgendwas einspannen. Das ist schon ganz gut gemacht. Überall gibt es einen kleinen Papierkorb, einen Regenschirm, das kennen wir ja alle schon, aber das Auto hat es eben alles. Ich finde auch diese Verzierung hier von den Türgriffen innen sehr, sehr schön. Das ist sehr, sieht hochwertig aus. Es sind sehr viele verschiedene Materialien, die es ist einfach sehr interessant machen vom Design, von dem Türtafeldesign. Das haben wir beim Ford Focus ST auch nicht. Und man sitzt hier
ähnlich gut. Man sitzt hier aber ein bisschen, man hat ein bisschen weniger Übersicht nach vorne, da die Sitze hier ein bisschen breiter sind und ein bisschen dicker auftragen als beim Ford Focus ST und man hier hinten tiefer sitzt als beim Ford Focus. Also man hat nicht diesen guten Überblick, man hat hier immer so eine Wand vor einem und man hat auch nicht ganz so viel Beinfreiheit wie beim Ford Focus ST. Also für längere Strecken, Platzverhältnisse, Ford Focus ST für den Sitzkomfort und für die Qualität im Interieur, Octavia RS. Ja, die Qual der Wahl. Ne? Da muss man sich halt immer entscheiden, was ist einem wichtiger. Man kann nie alles haben. Das ist immer die Krux an der gesamten Geschichte. Aber was natürlich auch zu der Kaufentscheidung oder zu der Wahl führen könnte, ist ein ja, jeweils gutes oder nicht so sportliches oder mehr komfortables oder mehr gespreiztes Fahrverhalten. Und um da Ihnen die Entscheidung zu erleichtern oder ein bisschen heranzutragen, fahren wir die beiden Autos jetzt. Wir fangen an mit dem Octavia RS mit 245 PS, also mit der schwächeren Version fangen wir an, um dann diesen Wow-Effekt hoffentlich zu haben beim Ford Focus ST. So, beim Anlassen wieder heute zweites Mal, ja, spürt man relativ wenig. Der Motor läuft ja auch gut, der 4-Zylinder 2 Liter vorne. Da ist absolut nichts zu meckern dran. Beim Einlegen des Ganges, wir haben natürlich hier auch wieder eine andere Steuerung. Wir haben dieses neue Element, das kommt von Octavia und auch vom Konzern, dass wir hier mit diesem Shift by Wire das einfach den Gang D und S jetzt einlegen und hier nicht mehr manuell schalten können. Das ist natürlich eine Sache, die ich nicht so gut finde. Dafür hat man natürlich jetzt nur noch die Schaltpedals, mit denen man noch manuell agieren kann. Ja, beim ganz normalen Anfahren, man hört schon der Motorsound vorne. Es ist ja kein Motorsound, sondern es ist durch diese Membran vorne, durch diesen Lautsprecher, hört man eben diesen ja, eingesteuerten Sound, künstlichen Sound, kennen wir auch schon von GTI unter anderem. Das ist jetzt nicht das wahnsinnig angenehmste, finde ich, sondern es ist halt alles ja, sehr synthetisch. Auch das Fahren hier im Moment im normalen Modus, genau, im ganz normalen Modus ist sehr normal, ja, so soll es ja auch sein. Das passt auch. Die Sitzposition ist mir tatsächlich ein bisschen zu hoch, das habe ich schon gerade gesagt. Es hilft natürlich der Übersicht, aber ich fühle mich jetzt nicht, als säße ich in einem wahnsinnig sportlichen Auto. Das ist halt jetzt so die Sache, die, ja, die ich schwierig finde. Andererseits ist auch die Lenkung sehr, sehr leichtgängig. Sie hat kein Spiel und so, kein übermäßiges, aber sie ist ja, mir zu leichtgängig. Es ist auch jetzt mehr wie ein normaler Octavia. Wenn ich jetzt, ich hoffe, im Sportmodus, wenn ich den jetzt anwähle, dass sich das hoffentlich komplett verändert. Hier kann ich ja nicht so wahnsinnig viel machen. Genau, so jetzt müsste sich ja, die Lenkung ist minimal straffer geworden. Minimal, aber es ist immer noch für mich zu wenig. Wenn ich jetzt manuell mal schalte, ja, dann geht er vorwärts. Er zieht an der Vorderachse und kann da schon ein bisschen was. Jetzt habe ich hier wieder, wenn ich die Schaltpedals hier hinterm Lenkrad bewege, das sind mir jetzt wieder ein bisschen zu viel, zu günstiger Kunststoff, als dass ich da jetzt Spaß haben würde, da wirklich dran zu arbeiten. Ne? Für einen ganz normalen Octavia ist das toll. Für einen Octavia RS, man hört den Turbolader ein bisschen so, das ist immer ganz cool. Ja, aber ja, für einen normalen, ja, das ist mir zu klapprig, muss ich echt sagen. Das ist mir wirklich zu klapprig. Ansonsten die Aufteilung, Interieur, alles ist toll. Man fühlt sich hier auch wohl an Bord. Und ich glaube auch, auf der langen Strecke kann man hier einiges machen. Wenn ich jetzt hier noch in den Individualkonfigurationsmodus gehe und mir das alles selber zusammenwähle, dann gehe ich auf Sport, genau, plus, habe das, die Lenkung auf Sport, den Antrieb auf Sport, den Motorsound aus, genau, das ist gut, dann habe ich nur noch das Mechanische und alles andere, ja genau, das passt dann so. Jetzt spüre ich auch auf dieser Straße hier mit der Fahrbahnoberfläche, das Fahrwerk macht einen guten Job, es ist fest, es lummelt nicht wahnsinnig rum, dafür lummelt die Lenkung ein bisschen rum, muss ich sagen, es ist
Ah, es ist mir alles ein bisschen zu lummelig hier. Aber das Fahren, das Gleiten hier über diesen Asphalt, das finde ich schon in Ordnung. Auch trotz Sportmodus bekommt man hier keine Gehirnerschütterung. Und man sitzt in diesen Sitzen sehr komfortabel sportlich oder komfortabel dynamisch, würde ich es mal sagen. Wenn ich es jetzt hier so ein bisschen gehen lasse in diesen Kurvenabschnitten und auch auf dieser Geraden hier, ist okay. Das Fahrgefühl gibt mir allerdings trotzdem nichts. Es gibt mir jetzt nicht diesen wahnsinnigen Kick, wo ich sage, ja, ich muss hier an diesem Auto dranhängen. Wir haben immerhin unter der Haube haben wir den GTI, Golf GTI Motor, der echt emotional bindet. Und ich erinnere dran, mit dem Handschalter Golf 8 GTI hatten wir hier richtig viel Spaß. Also auf dieser Strecke, der war super direkt abgestimmt. Das war ein wirklich tolles Auto. In diesem Auto hier, muss ich sagen, habe ich jetzt gar keine Verbindung. Also wirklich gar nicht. Ihn gibt es ja noch mit dem Antriebsstrang des Golf GTD, also als 200 PS starken Diesel. Ich glaube, das passt zum Octavia und Octavia Kombi viel, viel besser. Und ihn gibt es auch noch mit dem Antriebsstrang vom Golf GTE, also mit dem Hybrid, 245 PS ebenfalls, so wie der hier, aber halt als Plug-in-Hybrid. Ich glaube, auch das steht dem Octavia RS besser. Ich bin, muss ich sagen, von dem hier ein bisschen enttäuscht. Er ist ein bisschen mir zu weich gespült. Würde ich mir nicht mehr nehmen. Vor allem, wenn man jetzt sagt, wir haben so viele Octavias jetzt schon begleitet, muss ich sagen, ist der hier mir von allen Octavias am unrechtesten, am unsympathischsten. Die anderen waren viel direkter, viel spritziger. Ja. Jetzt gucken wir noch ganz kurz, was er auf der Autobahn hat. Was natürlich gut ist an diesem Auto, neben seiner Sportlichkeit, das hat jetzt mit Sportlichkeit gar nichts zu tun, ist seine Assistenz. Und das machen wir auch gleich auf der Autobahn, aber das kann man hier schon auch im Ort anfangen. Ich habe jetzt hier unten mit dem Hebel das ACC aktiviert und auch den Travel Assist aktiviert. Jetzt fährt er selbstständig und fährt auch selbstständig 51 bei 50 und dann kommt sofort Geschwindigkeit überschritten. Das ist sehr lustig. Aber er sagt sich also quasi selber, dass er die Geschwindigkeit überschritten hat. Jetzt sagt er 100 erkannt, erkennt aber meinen Blinker nicht. Jetzt muss ich wieder auf die Bremse. Normalerweise erkennt er ja alles, erkennt auch Kreuzung und alles, was vorauskommt. Hat er jetzt gerade nicht gemacht, aber das ist auch gar nicht schlimm. Solche Fehler passieren eben immer noch. Aber das zeigt natürlich auch, wie weit weg das autonome Fahren noch ist, vor allem auf Überland- oder städtischen Straßen. Auf der Autobahn, klar, da kann es anders sein. So, wenn wir jetzt 120 haben, da aktiviere ich hier mit der Taste jetzt wieder den Travel Assist, genau mit der rechten. Dann fädelt er sich in der Mitte der Fahrspur wieder ein. Er hat 130 erkannt. Dann reguliere ich jetzt schnell nach hier und schiebe die 130 hier mit dem Hebel hoch. Setze den Blinker jetzt, weil nichts mehr kommt. Dann beschleunigt er. Wir sind nach wie vor im Sportmodus. Jetzt kann ich hier auch die Ansicht ändern. Dann sehe ich hier, er hat die Spuren erkannt. Sie sind gelb und ich sehe auch die anderen Autos, wie sie hier rechts und links fahren. Das ist eine echt schöne Animation, die kennen wir auch schon von Volkswagen. Skoda hat sie de facto übernommen und natürlich auf ihre Modelle und auf ihre Grafiken nochmal adaptiert. Jetzt sagt er, ich muss die Lenkung übernehmen. Genau, das funktioniert echt gut, auch für die Langstrecke hier mit diesem Auto. Auch das Geräuschniveau ist gut. Ich bin immer noch in Sportmodus mit dem relativ festen Fahrwerk, also im Individualmodus mit dem ganz festen Fahrwerk. Das ist auch hier noch richtig gut, das ist angenehm zu fahren. Das passt auf jeden Fall mit diesem Auto und macht einfach ein entspanntes Fahren daraus, weil er auch das Auto in der Mitte der Fahrspur hält und so. Das geht schon sehr gut klar. Und so kann man jetzt stundenlang fahren. Hat nichts mit Sportlichkeit zu tun, nichts mit Octavia RS. Das alles haben wir auch schon, da verweise ich an das Video mit dem normalen Octavia. Jetzt beschwert er sich, Lenkung übernehmen. Jetzt kommen gleich die Bremsrucke wahrscheinlich, dass er mich aufwecken will. Genau, jetzt macht er Gurtstraffer und jetzt bleibt er stehen. Emergency Assist wäre jetzt
hätte jetzt angefangen. Nein, das passt alles. Ich schalte jetzt aber auch alles wieder aus. Travel Assist komplett wieder ausschalten, mit dem genau ACC deaktiviert. Die Grafik mache ich jetzt auch anders. Genau, und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, sobald es aufgehoben ist, was er so kann. Auf Autobahnausfahrten und Einfahrten merkt man ja immer, oder kann man ja oft auch merken, wie sportlich ein Fahrzeug abgestimmt ist. Und da kann ich gar nichts dagegen sagen hier, gegen dieses ausgewogene Fahren, die Karosserie. Die ist schön im Mittelpunkt und man kann sehr, sehr ausgewogen damit den Kurvenscheitelpunkt treffen, alles. Das passt wirklich sehr, sehr gut, aber es kommt trotzdem nichts rüber, nichts an Emotionen, gar nichts. Da ist einfach, oh, das ist so Luftpumpe, das ist wirklich nicht einfach für mich. Wenn ich jetzt mir denke, Octavia S fand ich immer so super cool und das Auto hat immer eine Menge Spaß gemacht. Es macht auch jetzt schon irgendwie Spaß, weil es einfach gut ist und die Kräfte gut verteilt auf der Vorderachse. Aber ja, es kommt einfach das nicht rüber, was ich mir von einem RS, immerhin RS-Kürzel, was bei anderen Herstellern, zum Beispiel Ford Focus RS, als es ihn noch gab, da kam mir was ganz anderes rüber, oder GT3 RS, wenn man in meinem Konzern bleibt, als jetzt hier bei so einem RS. Das ist für mich nicht RS, das ist für mich eine Ausstattungslinie des Octavia, die gut motorisiert ist und schön ist, aber nicht wahnsinnig sportlich und emotional. Ja, wirklich schönes Auto, sieht auch gut aus, finde ich, aber es ist mir einfach nicht stiff genug. Es ist mir wirklich nicht fest genug. Ich hoffe, das ändert sich jetzt hier. So, in dem Auto, ja, da sitzen wir auch ganz anders im Ford Focus ST Turnier. Ist ja im Prinzip egal, ob Turnier oder nicht. Eins ist für die Family und der normale ist, ja, wenn man nur eine Freundin hat. Das heißt, das Auto, das ist, also ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe, es ist deutlich straffer und deutlich stiffer und ich glaube, der Schein trügt da nicht, dass man sich hier auch ja, damit eine Menge Freude machen kann. Wir haben hier auch eine Launch Control an Bord. Die funktioniert so, dass man mit der Bremse, also mit dem Fuß auf der Bremse und auf dem Gaspedal gleichzeitig ist und dann die Kupplung einfach kommen lässt. Aber es geht einfach auch so. Ich kann es auch einfach so, weil wir hier ebenerdig stehen, kann ich das auch hier machen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell er hier beschleunigt, wenn ich auch den Turbo ein bisschen vorlade und hat ein bisschen Wheelspin vorne und das geht richtig voran. Das geht richtig voran. Da waren wir schon deutlich über 100, aber immer noch im leicht legalen Bereich. Das macht Freude, dieses Auto. Und es fühlt sich hier richtig knackig an, diese ersten Meter auf dieser Überlandstraße. Gerade mit dieser ja, recht unruhigen Oberfläche. Und das war jetzt sogar im Normalmodus. Wir können das Gleiche nochmal im Sportmodus machen, wo alles nochmal ein bisschen präziser ist, nochmal ein bisschen krasser. Auch das Gaspedal, wobei das sage ich alles gleich. Jetzt probieren wir nochmal im Sportmodus. Ich bringe den Turbolader ein bisschen hoch und dann. Oh, das war ein bisschen zu viel. Aber trotzdem ist die Klangkulisse jetzt deutlich, deutlich mehr und wir sind schon auf 110. Also, das ist richtig schnell. Das Auto ist schneller, deutlich schneller, fühlt sich auch schneller an als der Octavia RS. Das macht auch einfach ein bisschen mehr Laune. Und hinten der Sound, alles was wir hier gerade hören,
Das ist echt. Das ist alles echt, dieser Klang. Und auch beim Hochschalten, diese leichten Knaller hinten, Pops and Bangs, die kommen richtig aus Omas Ofenrohr hinten raus und das macht unglaublich viel Freude. Das ist ein richtiges Fahrauto, das vermisse ich bei einem Octavia RS. Man hört es, glaube ich, leicht, dass es hinten so ein bisschen knallt. Das ist echt schön und auch so präzise, so unglaublich präzise. Man spürt auch ein paar Kräfte im Lenkrad, von den Rädern vorne, von der Sperre, von dem Moment einfach. Man bekommt ja alles noch mit in der Lenkung. Man muss ja auch gegenhalten. Der Lenkwiderstand, der ist richtig da. Da hat man einfach ein Auto, wo man auch hier tief sitzt, sportlich sitzt, arbeiten kann. Hier die Schaltgassen sind super präzise, das macht unglaublich viel Freude. Das Gaspedal ist sehr, sehr feinfühlig, extrem feinfühlig. Auch das Bremspedal ist sehr, sehr feinfühlig. Das macht einfach Freude, weil alles so unglaublich direkt ist und die Kupplung, auch der Punkt, der kommt genau in der Mitte. Auch der Widerstand von der Kupplung ist sehr sportlich, also sehr, sehr da, sehr, sehr hoch. All das zusammen, das macht dieses Auto zu einem sehr, sehr feinen, sehr, sehr feinen Fahruntersatz, muss man echt sagen. Wir haben, und da muss ich immer aufpassen, dass ich das nicht mache, weil ich das so antrainiert habe, schon mit Zwischengas, hier einen automatischen Zwischengasgeber, also die Elektronik macht das automatisch. Wenn ich jetzt den zweiten Gang zurückgehe, habe ich nichts gemacht. Nichts, aber man kann das Gaspedal auch überstimmen. Manchmal, wenn man zu langsam ist mit dem Überstimmen, also manuell Gas, Zwischengas geben, dann ist es miserabel, dann kommt es ein bisschen durcheinander, habe ich schon gemerkt. Aber man kann sich einfach darauf verlassen, dass das Auto das für einen macht, diese Drehzahlangleichung beim Zurückschalten. Und was wir hier noch haben, was von der WRC auch kommt, wir hatten neulich den Toyota Yaris, GEA Yaris, der ja wahnsinnig viel vom Rennsport übernommen hat, wahnsinnig viel von der WRC übernommen hat. Und auch hier haben wir in diesem Auto Dinge, die auch vom Motorsport übernommen werden. Seien es die Felgen, die Felgenarchitektur und die Art, die Felgen zu produzieren, seien es auch Teile des Antriebsstrangs und auch der Bremsenanlage. Und sei es viel auch vom Motor, vor allem die Steuerung des Motors. Wir haben ja einen Twin-Squall Turbolader an Bord und damit der Ladedruck da auch beim Schalten, beim Hochschalten immer da bleibt, sind wir im Sportmodus und im Race-Modus, haben wir nämlich hier auch, können wir hier am Lenkrad steuern, hält der Turbolader den Ladedruck und so habe ich immer hier den perfekten Ladedruck und habe keinen Ladedruckverlust, wenn ich gerade hochschalte. Ich meine, ich kann so schnell, wie ich auch nur kann ich versuchen hochzuschalten, aber trotzdem hätte man dieses nicht, dieses Turbo-Lag, diese Technologie nicht, würde der Ladedruck immer rasant abreißen und dann müsste er sich wieder von neuem füllen und diese Technologie erlaubt es einfach dem Schaufelrad, diesen Druck einfach zu erhalten. Ja, also WRC, richtiges Rennauto, in dem wir hier sitzen. Aber es fühlt sich auch wirklich so an. All das interessiert mich nicht wirklich. Auch dieses hochstehende Display, habe ich ja vorhin schon gesagt, brauche ich eigentlich nicht, weil das ist einfach ein Fahrauto. So ein Fahrauto als Kombi muss natürlich auch andere Qualitäten haben. Das ist ganz klar. Das muss auch überzeugen auf der Autobahn. Und da gucken wir jetzt ganz kurz, ob das Auto auch auf der Autobahn überzeugt. Denn natürlich, das Fahrwerk hier ist sehr straff. Aber dadurch ist eben hier auch alles sehr präzise. Und ob mich das hier stört auf der Autobahn, ich bezweifle es, aber ich werde es versuchen zu beschreiben. Also nächster auf der Autobahn und auch letzter für heute, der Ford Focus ST Turnier. Auch im Kreisverkehr und so, auch in den Kurven.
der ist einfach super präzise. Das muss man schon sagen. Er ist jeder Lenkradwinkel ist klar definiert. Alles ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Auch die Schaltwechsel sind sehr, sehr schön. Auch dieses Zwischengas geben, das passt alles. Und man kann ihn auch nicht verwirren, wenn man, solange man selber kein Zwischengas gibt und das zu spät tut, so wie ich manchmal, kann man ihn auch nicht verwirren. Dann kann man auch sagen, das macht er alles mit. Also auch wenn man ohne die Kupplung zu kommen, gleich vom 5. in den 4. und so geht, das kann er alles perfekt und es ist wirklich sehr, sehr ausgeklügelt. Jetzt auf der Autobahn sind die Geräusche leicht höher als beim Octavia RS. Wir sitzen hier tiefer und die Dichtungen, all das, auch die Aerodynamik, habe ich das Gefühl, ist hier nicht so gut, zumindest nicht so geräuschoptimiert wie im Octavia RS. Das ist ganz klar. Und auch das Niveau, die Entkopplung der Fahrgastzelle vom Fahrwerk und letztendlich von der Straßenoberfläche ist hier auch eine andere. Also man hat hier eben alles unmittelbarer, viel präziser, aber auch unmittelbarer und ungefilterter. Nicht nur, dass man alles durch die Lenkung mitbekommt, egal was die Vorderräder machen und der Vorderwagen macht, man bekommt alles durch die Lenkung hier mit, auch wenn man in der Kurve zu früh am Gas ist und die Elektronik da ein bisschen was regeln muss, auch das bekommt man hier ganz schön mit und es zieht richtig in der Lenkung. Und das ist hier auf der Autobahn ähnlich. Man bekommt auch hier alles mit. Man hat sehr, sehr, sehr viel Rückmeldung, die ich mag, aber die natürlich andere auf der Langstrecke nicht so schätzen. Und man kann es auch nicht wegkonfigurieren hier, sondern das ist immer da, das ist nämlich mechanisch. Aber anders als im Octavia S habe ich hier das Bedürfnis, tatsächlich mal ganz kurz zumindest ein bisschen durchzuladen und so hier mit der Sechsgang, mit dem Schaltgetriebe, mit der Schaltbox ein bisschen umzugehen und ja, die Gänge auszudrehen, denn das kann er und das will er richtig. Er klingt so, als wollte er es richtig, dass man ihm die Drehzahlen gibt und es fühlt sich auch richtig gut an. Es ist schon fast so ein sehr, sehr Sportwagen-typisches Fahrverhalten hier und das macht richtig Spaß. Gerade hier bei Maximalgeschwindigkeit von 250 sind wir jetzt weit drüber, wir sind auf 255 und das ist immer noch ein sehr, sehr ruhiges Fahrverhalten. Ich gehe jetzt mal hier wieder ein bisschen runter. Das hat er verdammt schnell erreicht und auch das ist für die Langstrecke natürlich toll, wenn man so schnell an der Höchstgeschwindigkeit dran ist von 255, das müssten dann 250 laut GPS sein, danach ist Schluss. Und danach braucht man auch nicht mehr für so einen Familienvan, aber bis dahin ist es ein wahnsinnig starker Spurt. Also ich bin richtig begeistert von dem Auto. Mich packt sowas auch emotional. Das Auto ist nicht nur auf der Landstraße super, sondern auch auf der Autobahn. Klar, die Geräusche sind ein bisschen hoch. Und der Abgasstrang, wenn ich jetzt hier auf Normalmodus gehe und auch noch das Gleiche nochmal mache, ist ein bisschen reduzierter von der Klangkulisse, aber es ist trotzdem immer noch da. Und die Windgeräusche, ja auch die sind auch noch ein bisschen höher. Ja, beides sind fabelhafte Autos, das muss man schon sagen. Der Ford Focus ST macht mir ganz persönlich, das ist eine ganz persönliche Sache, noch mehr Spaß als der Octavia RS. Er ist hier nochmal präziser, nochmal direkter, nochmal mehr Fahrmaschine, obwohl Kombi, obwohl Familienvan. Aber wer sagt denn, dass man mit Kombis keinen Spaß haben darf? Und deswegen ist das für mich die beste Lösung für dieses Problem. So, keine Probleme, aber eine Herausforderung. Wir haben hier zwar auch vorne einen Wischblinker, hier auch einen Wischblinker. Also die vorderen Scheinwerfer, das will ich nochmal sagen, sind identisch klar, finde ich. Also nicht identisch vom Look, aber klar. Klar definiert, schöne Strukturen, obwohl komplett verschieden, aber am Heck bin ich mit dem hier nicht ganz so zufrieden wie mit dem. Der Skoda Octavia, der ist ein bisschen eleganter, man kann mit ihm mehr machen. Die Spreizung zwischen Komfort, Sport ist ein bisschen, ja, ist natürlich attraktiver für Langstreckenfahrten. Man sitzt nicht immer nur, für die, die es nicht mögen, bockelhart mit diesem Auto und die Zähne fallen einem raus, aber
Bei diesem Auto, das ist eben kompromissloser. Und man kauft dieses Auto, man weiß um seine Eigenschaften, man weiß um seinen Charakter und dann hat man auch eine Menge Spaß, wenn man denn diese Eigenschaften mag. Bei diesem Auto, das ist natürlich für eine größere Masse, es ist viel wandelbarer, der Octavia S. Er spricht viel mehr Leute an, weil man ihn eben so individualisieren kann. Auch preislich ist es eine Nummer. Der Octavia ist, wenn man ihn schön haben will, teurer in der Ausführung als der Focus ST. Das muss man einfach wissen. Ich finde beide, wie gesagt, optisch wie auch technisch und fahrdynamisch schön und sie machen beide richtig viel Spaß. Zuletzt, das Auto ist minimal länger als das Auto. Hier 4,72 m in der Länge, hier 4,69 m in der Länge. So, wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann danke ich Ihnen sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen diese Autos bei Ihrer Entscheidung näher gebracht und Ihnen dabei ein bisschen geholfen. Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, auch die Glocke zu abonnieren, uns auf automativ.de zu besuchen, nochmal für mehr Details uns auch gerne zu schreiben oder auch unten in die Kommentare zu schreiben, sodass wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen und vor allem austauschen können.